Wir legten also in diesem kleinen Küstendorf im Lande Makshapuram an. Eigentlich wollten wir nur kurz unsere Wasser- und Nahrungsvorräte auffüllen, aber irgendetwas war hier merkwürdig. Die Leute schienen sich vor irgendetwas zu fürchten. Ich sprach mit Palisigmam, einem jungen Teebauern, und er erzählte mir, im Dschungel würde Chakar umhergehen. Chakar, der siebenfache Jäger, ein mächtiger Sohn der göttlichen Afamara, dem noch nie jemand entkommen sei. Er beschrieb ihn als einen riesigen silbernen Löwen mit gestrefftem Fell, der angeblich nur durch seine eigenen Krallen zu verletzen sei. Als ich ihn fragte, woher er das wissen sollte, wie die Bestie aussehe, wenn ihr doch noch nie jemand entkommen sei, um davon zu berichten, erklärte Palisigmam mir, dass der Chakar mit seiner Beute spiele. Er lasse sie scheinbar entkommen, nur um die Jagd ein weiteres Mal aufzunehmen. Und das mehrfach. Ein wahrlich grausames Spiel. Ich muss euch sagen, ich bedauere die Dorfbewohner, aber insgesamt war ich froh, als wir wieder ablegten. Aus dem Reisetagebuch der Sheranya Lamadaya, Prätorin im Akan Zweig der Drakoniter, Dokumentensammlung der Lamea-Expedition 3, neuzeitlich. Kampfrunde 1. Der Chakar, sein kurzes, struppiges Fell, sträubt sich einmal und mit einem süffisanten Grinsen in seinem riesigen, gewaltigen Maul packt er den Kamordgardisten, bricht ihm das Genick und starrt dann auf euch. Was wollt ihr tun? 16 Bandstrahler nehme ich raus. Die Kamordgardisten sind dran. Die wandeln um und machen Paraden gegen euch. Voltax nehme ich raus, Trollzacker nehme ich raus. Raphim 17. Ja, Raphim fängt an, eine Liturgie zu wirken. Blickt die einzelnen Kamerad-Gardisten vor sich an, blickt auf den Chakar hinter ihm und fängt an zu sprechen. Bruder, nun heute lass ich seinen Zorn spüren und schläge in einem. Und ich wirke 9 Streiche in einem. Das dauert 2 Aktionen, also mache ich diese Runde dann nichts mehr. 9 Aktionen, alles klar. Dann gehen Nee, wir weiter. 2, aber 9 Streiche in einem. Okay, dann gehen wir weiter auf Abelmir. Was tust du? Ich würde ein Pentagramma vorbereiten, der dauert, weil ich schon ein Pentagramm in Illusionsform bei mir führe, würde es 9, bei meinem Gehirn nehmen und 9 plus 1 wie 3 Aktionen dauern. Ich rufe mal ein W6 und teile ihn durch 3, durch 2. Du möchtest ihn entschwören? Es würde also 10 Aktionen dauern, diese Pentagramma-Formel fertig zu sprechen und auf ihn zu wirken. Okay. Das wären dann 5 Kampfrunden. Dann habe ich das zur Kenntnis genommen. Der Chakar ist auf der 25, ja, Lan 21. Dann schreitet die Treppe hoch und bellt die Legionäre an. Betet mit mir, Brüder! Betet für eure Erlösung, für euer Leben, was auch immer es den Göttern wert sein mag. Fängt an, dann, ich nehme an, das kostet 2 Aktionen, so viel zu reden, in der nächsten Runde eine Liturgie zu ziehen. Alles klar, Überzeugenprobe, dann bekommst du eventuell Mitbeter. Ja, ist erleichtert um 5, weil Entrückung und so. Ist nochmal erleichtert um 7, weil Entrückung und so. 7 plus 5 ist 12. Gott, dann fertig 12, sieh an. Nicht mehr Entrückung kriege, wird das übel. Ich glaube, ich hatte das Plus eingetragen. Ja, das ist in Wahrheit mit 14 gelungen. Okay, dann bekommst du 10 Sonnenlegionäre, die dir mitbeten und hinter dir einreihen. Ja, einen Kerzenleuchter oder sowas haben sie jetzt nicht, den sie dann schwenken oder irgendwelche Räuchersachen, aber sie werden auf alle Fälle die Preios heiligen Liturgien, die sie auch von Preio in Orkenfeld oder so das kennen, mitbeten. Gut, dann ist der Chakar dran. Nur schon mal zum Mitzählen, ich bin dann ab nächster Runde 10 Aktionen beschäftigt. Denn das wird ein zerschmetternder Bandstrahl. Okay, kannst du dann selber mal mitzählen? Ja, werde ich jedes Mal sagen. Gut, genau. Der Chakar ist dran. 25. Ich mache einen Sprungangriff und zwar auf Abelmir. Und zwar exakt dahin. Springe über euch rüber. Und greife dann, ja, nee, aus dem Hinterhalt. Mache ich noch nicht. Es ist einfach nur ein Spring über dich drüber. Und währenddessen pranke ich mal nach dir. Moment, ein Pranke? Ja, ich fange mit der Pranke an. Das ist gut. Er hat übrigens 3 Angriffe. Dazu später mehr. 10 getroffen. Regeltechnisch dürfte ich wahrscheinlich nur auf den Zauber konzentrieren. Kann ich parieren oder kann ich nicht parieren? Du kannst deinen Zauber abbrechen.
Und wenn du ihn nicht abbrichst, dann musst du dich selbst beherrschen und dann Störung ignorieren. Das wird schwierig. Ich kann ihn eh bloß ausweichen, vermute ich mal. Parieren kann ich ihn wahrscheinlich gar nicht. Wenn du gerade keine Waffe in der Hand hast? Ich hatte den Telefon, den habe ich immer noch in der Hand. Okay, gut. Drei. Kann ich parieren oder ausweichen? Das ist die Frage jetzt. Er ist ein großer Gegner. Also nur ausweichen. Zwei. Das ist die Frage, die ich beantworten will. Kann ich ausweichen oder muss ich parieren? Du kannst einen großen Gegner nur mit deinem Schild parieren. Also kann ich nur ausweichen. Dann nehme ich den Schlag hin. Gut. 1, 0, 12. Das war die erste Aktion. Und dann muss ich auch gleich die zweite machen. Ich pranke nach Diamantis. Der steht daneben, der hat zwar noch nichts getan, aber ja, ich pranke. Ja, ich ziehe vor. Ich sehe mich da nicht. Wie hoch ist das? Zwei Schritt so? Du meinst runterspringen? Ja, ja. Ich würd sagen zwei Schritt. Ja. Ja, dann springe ich hier auf den Absatz. Mhm. Dann gib mir mal bitte eine Athletikprobe. Eine Körperbeherrschung meinst du? Oder Athletik? Ja, eine Körperbeherrschungsprobe würde ich auch nehmen. Der Schwert um 2 Meter für die Fallhöhe. Ja, nee, es geht mir jetzt nicht so sehr um die Fallhöhe, sondern darum, dass du da landest, weil das wirklich hier sehr rutschig ist und auch nicht sehr besonders ausgebaut. Das klingt aber echt wie Körperbeherrschung. Ja, passt, ist okay. Also hast du beides gewürfelt, soll gelungen sein. Dann kannst du da auf alle Fälle landen. Du bekommst trotzdem einen Passierschlag. Das ist dann aber einfach Schwert um 10. Auf die 5. Genau. Und die 5 liegt. Chamuyan. Nee, das war der Chamuyan, der Chakar. Entschuldigung. Der würde sogar auf die 18 treffen. Ist also auch gelungen. Aber ich mache Schaden. 14 Stück. Kannst die Trefferzone auswürfeln. Ja, das tut weh. Schicksalspunkte verbrennen ist auch möglich, um besondere Effekte hervorzurufen. Dann habe ich noch eine Aktion und ich würde die tatsächlich jetzt auch benutzen. Er beißt den Sonnenlegionär. Dann ist er auch schon mal tot. Der hat ein Schild. Ja, aber er kämpft gerade gegen die andere, gegen die Kamortgardisten. Und der Char-Kar ist gerade über sie hinweggesprungen. Naja, gut. 14 Stück. Damit ist er nicht tot, aber er wird auf alle Fälle, ja, doch umhergewirbelt, ist ein großer Gegner. Kracht dann hier runter. Kriegt auf alle Fälle eine Wunde. Zustand, Wunde 1. Und damit ist mein Chakar durch. 26 Diamantes, eine Aktion hast du noch. Ich will nicht unbedingt mit dem kämpfen. Ich laufe hier Bewegungsaktion. Ich will bei den Legionären stehen. Ich ziehe mich erstmal zurück. Du siehst, dass Boltax irgendwo rumsteht und die Sonnenlegionäre dirigiert, die gerade gegen die Rote Legion kämpfen. So, bis dahin komme ich. Okay, Flucht nach vorne. 32, Zulamin. Ich möchte gerne auf Abelmirs andere Seite. Ich versuche das gerade zu messen. Sind das 2 Meter? 2 Meter. Gut, dann geht das mit einer freien Aktion. Dann spreche ich eine Liturgie. Nach durchgehender Erschwernisse ist die um 1 noch erschwert. Und zwar handelt es sich um Tanz mit dem Tod auf Grad 3. Bei anderen Kirchen bekannt als schnell wie eine Eidechse. Das ist echt schlecht gewürfelt. Schicksalspunkt für alles? Nee, ich glaube, da kommen noch tödlichere Sachen daher. Ja, verbrennen kannst du ihn auch noch. Tödlicher als dieses Mistvieh? nach den 7 Hörnern kommen die 8, das ist kein Problem. Wobei, so bad ist es auch nicht, dir fehlen nur 4 Punkte. Huh? Ich sag, dir fehlen nur 4 Punkte oder 5? Von den 18, ja. Okay, ja, du... Ja, also ich denke, das ist okay, also 11 Punkte. Gut. Und das Katzi ist durch mit seinen Aktionen. Das heißt, ich greife es noch an. Okay. Chaka. So. Ich glaube, das ist eher eine keine halben Sachen-Situation. Wir machen einen
6er Wuchtschlag, aber meine Attacke ist durch die Entrückung um 2 erschwert. Das heißt, das ist eine 8er Erschwernis. Das klappt. Das heißt, das sind 9 plus 6, 15 und ich fürchte, das wird dann halbiert, richtig? Korrekt. Der Chakar verfügt über Resistenz nicht nur gegen Profane, sondern gegen auch gegen magische und gegen geweihte Angriffe. Und damit wird deine, was ist dein Endschaden? 9? Nein, 15. 15. 15 sind 16, sind 8. Dann ziehen wir die Rüstung ab. Das heißt, erst wird den Trefferpunkt halbiert, dann der Rüstungsschutz abgezogen. Und 8 minus deren Rüstungsschutz, muss ich gerade nachgucken, 4. Das wird zäh. Das sind 4 Schadenspunkte. Dann bist du noch nicht fertig, oder? Du hast nur 2 Feueraktionen benutzt. Nächste Aktion von dir. Noch ein Angriff. Ja, hau rein. Gut, dann machen wir das gleich nochmal. Das misslingt. Ja, dann ist deine nächste Aktion um 8 Punkte erschwert, aber du bist Waffentänzer, ne? Weißt du das? Also, Klingentänzer. Klingentänzer, genau. Das heißt, ich erleide nur die Hälfte der Erschwernis, aber ich glaube, es war ja keine 8er Ansage, es war eine 6er Ansage, das heißt, es sind 3, oder? Dann sind es 3. Ja. Gut. Aber wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ich habe noch 6. Ich muss erstmal meine Selbstbeherrschung ein Toro plus 8 machen, plus die Schadenspunkte. Ja, um die Störung zu ignorieren. Wahrscheinlich stehen zu bleiben. Achso, Wundschmerz, ja. Also das kommt ja auch noch dazu. Und sie ist. Dann brichst du zusammen. Für, ich glaube, 1W6 Kampfrunden. 1W6 plus 3, wenn ich mich nicht täusche. Dann 1W6 plus 3. Dann 4 Kampfrunden. Gut. Nächste Kampfrunde. Chamuyan zieht vor. Möchten die anderen handeln? Je nachdem, was es tut. Visibili Vanita. Ich würfel trotzdem gerade mal den Zauber. Ist nicht gut gelungen, aber es reicht. Ich muss gerade mal schauen, ob der Visibili... er hat ja noch 17 Sternchen. Ob das eure Sinnschärfe kaputt. Er ist ein Dämon, also probt er ihn auf einen W20. Er probt ihn, okay, dann machen wir wieder diese dummen Regeln. Und seine ZFP-Sterne sind entsprechend das, was er unter seinem Wert würfelt. Also hat er jetzt 10. Gut, dann gucken wir trotzdem mal in den Visibili Vanita. Er wird also für, was hat er, 8 Punkte? 10 Punkte. Er wird für 10 Sekunden unsichtbar. Der Leib des Zaubernden wird kurz durchscheinend, schließlich völlig durchsichtig und unsichtbar. Wirkt nur auf Lebewesen, aber nicht auf tote Materie, Kleidung und so weiter. Was in den Körper eindringt, bleibt sichtbar. Zurzeit ist nichts in seinem Körper. Jede Person, die zusätzlich unsichtbar gemacht werden soll, ja, okay, das ist egal. Das heißt, er ist einfach unsichtbar. Ja, für Spielrunden. Genau, bis er wieder angreift und der Zauber dann beendet wird. Er kommt aus dem Hinterhalt. Das ist eine Illusion, oder? Ich muss gerade schauen, wenn wir Form. Zielobjekt, Wirkungsdauer, Modifikation. Merkmal Form. Danke. Damit ist er wieder unsichtbar. Und ihr seid alleine, während da nicht die Kamordgardisten. Nächste Kampfrunde. Kamot gerade auf der 17. Rafim könnte noch irgendwas tun. Chaka, nehme ich euch wieder weg. Es sei denn, Diamantis oder so möchte was vorziehen. Sulamin kann natürlich auch nochmal. Wenn der abhauen möchte, dann werde ich ihn. Möchte mich sonst jemand angreifen? Zurzeit noch nicht. Erstmal sind alle auf Rafim. Gut, dann ziehe ich vor ihn und schaue, dass ich 3 Attacken durchkriege. Achso, Abelmin liegt. Bewusstlos am Boden und die Kamotgardisten würden ihn sonst nehmen. Also da sind, muss mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kamotgardisten gegen Rafim, oder aber wenn Rafim nicht alle 6 nimmt, dann wird Abel mit totgeschlagen. Ja, schon bewusstlos. Das war doch nur Störung ignorieren, die Selbstbeherrschung, oder nicht? Nee, das war erstmal der Wundschmerz. Also möchtest du den Chakar schlagen oder möchtest du Abel mir das Leben retten? Wenn ich das kann,
Dann verteidige ich Abelmir. Gut, dann kannst du wieder die zwei Schritte über ihn hin drüber machen und stehst dann wieder dort. Kammer gerade greift dann zweimal dich an und 1, 2, 3 auf Raffi. Die kämpfen mit Nachtwinden auf die 18. Ja, die Jungs sind in unserem letzten. Sorry. Ich ziehe vor und treibe den Typen, der vor mir steht, in einem Ausfall zurück, sodass er in den anderen reinstolpert. Oh, in einem Ausfall. Ja, sehr gut. Das ist da auch drin regeltechnisch abgedeckt, ja. Gut, ein Ausfall wäre normalerweise zum Einleiten um die 4 erschwert. Das habe ich mir mit dem Waffenmeister weggekauft. Weißt du was? Wir machen jetzt nicht nur, nehmen wir dann die Leute, die sich da gegenseitig im Weg stehen, sondern wir nehmen die Pyramide als Untergrund eben selbst mit rein. Das heißt, er stürzt dann hier runter. Ja, das wäre schön. Dann lege ich da noch einen Zweier-Wuchtschlag rein, auch wenn das lächerlich ist. So dass ich quasi mit einer 4er Erschwernis würfle. Ja, und also was der Ausfall macht ist, wenn meine Attacke gelingt, wird er gezwungen zu parieren und einen Schritt rückwärts zu machen. Es gibt aber verschiedene Art und Weisen, das zu verhindern. Er kann eine Mutprobe würfeln. Das ist gerade getan. 20. Er bleibt damit. Oh, ja, okay. Das heißt, die ist nicht gelungen, nehme ich an. Ja, ganz im Ernst, die 20 ist ein Patzer. Also ich würde tatsächlich sagen, dein Ausfall kann ihn. Also du schlägst zu hart, gehst noch einen Schritt nach vorne, noch einen Schritt nach vorne und er rutscht dann ab, versucht sich nach hinten abzufangen, taumelt und rollt dann nicht nur hierhin, sondern stürzt dann über den Sonnenlegionär drüber und verschwindet dann 2-3 Stufen Pyramidentreppen weiter unten und schlägt dann dort irgendwo auf. Wie viele Meter sind das? Ich sag einfach mal 7. Kannst gerne nochmal deinen Ausfallschaden würfeln. Und dann 7W6 minus 7. Das sind 10 Schaden. Gar nicht so viel. 7W6 minus 7. Sind 23 minus 7. Boah. 16? Wenn ich mich nicht täusche. Korrekt. 16 Schaden und 10 Schaden sind 26, dann ist er 3 Wunden, nicht tot, aber aus dem Kampf. Und auf jeden Fall. Erste Aktion von Zulamin. Gut, es kommt noch einer auf mich zu, der mich angreifen möchte. Der kann meines Erachtens gerne hinterhergehen. Also wieder mit einer 4er Erschwernis, wo ein 2er Wuchtschlag drin ist, Einleiten des Ausfalls. Kostet der Ausfall irgendwie 2 Aktionen? Nee, ne? Steht da nicht. Ist ganz umsonst. Gut. Trotzdem Mutprobe. Weil wenn er das will. Also er kann stehen bleiben, ja, er muss aber nicht. Ja, er möchte nicht eine Etage tiefer landen, ja. Genau, das kann er gerade gesehen. Ausweichen versuchen. Die Mutprobe ist erschwert um 4, aber das wird keinen Unterschied machen mit der 7. Genau. Gut, er darf natürlich noch parieren. War das erschwert um 4 oder so? Es ist automatisch erschwert um 4, wenn er stehen bleibt. Alles klar, dann ist das nicht gelungen und er ist im Ausfall begriffen, ne? Nein, er konnte stehen bleiben, das heißt, er ist jetzt aus dem Ausfall raus. Er bekommt aber Schaden. Aber er kriegt den Schaden, ja. Okay. Plus 2, das sind 15. So, 15 Stück, die haben einen Rüstungsschutz von 5, sind 10. Für Kamutalist 5. Alles klar. Dann warst du noch nicht fertig, oder? Nö, ich habe noch eine dritte Aktion. Ja, und es wollte mich sonst keiner mehr angreifen. Er ist jetzt aus dem Ausfall raus, aber das gefällt mir nicht. Ich zwinge ihn wieder in den Ausfall rein. Mhm. Die hätten mich sonst mit ihren alle ihre Angriffe hätten auch getroffen. Mhm. Das hätte auch geklappt. Das heißt, er befindet sich jetzt wieder im Ausfall und darf eine Mutprobe erschwert um 4 würfeln. Ja, mache ich dann. Hat sich ja nichts geändert. Es hat sich in der Tat nichts geändert. Bleibt er nicht stehen. Und du kannst nach vorne gehen, ne?
Er geht einen Schritt zurück, ich gehe einen Schritt nach vorne. Dann bist du ein bisschen expositioniert, aber es ist okay. Exponiert. Exponiert. Gut, er darf noch parieren, ansonsten kriegt er den Schaden. Ja gut, du hast ihn jetzt... Ich hätte oder den, warte, den... was ich noch vergessen habe, ja. Hat er BHK-2 oder defensiver Kampfstil? Er hat zurzeit einen Nachtwind, also er hat einen defensiven Kampfstil, ja, aber er hat kein Schild und er hat auch kein zweites Schwert oder sowas. Die hat er gerade nicht, aber hätte er schon als Sonderfertigkeit. Ja, was hilft ihm jetzt, wenn er kein Equipment hat? Mhm, genau. Die sind dafür einfach gerade nicht ausgerüstet. Gut, dann gehst du da weiter, kannst Schaden machen, den hattest du noch nicht gemacht, ne? Nö. Ja, dann mach Schaden. Das war dann die 12. Das sind zwei mehr, das sind 12, minus 5 sind 7. 17 SP. Und dann bist du fertig. Dann wieder meine Karmod-Gardisten auf Rafim und zwar 1, 2, 3 Stück. Die haben alle getroffen. Ja, gib mir. Ich pariere nicht. Die Nachtwinde machen 1W6 plus 5. Ja genau, jetzt haben wir wieder den Rüstungsschutz. Ne? Ich würfel einfach mal diesen hier. Sind 3 plus 5, sind 8. 9. Egal. Okay, gut. Das heißt, sie merken, dass sie gegen deine Rüstung nicht ankommen. Jetzt wird gewuchtet. Nicht gezielter Stich. Das ist ja göttliche Rüstung. Ich mache mir zwei Paraden behalte ich offen und der andere wird einmal offensiv umwandeln und sagen Wuchtschlag 6. Nicht getroffen. Ja, der hat ja offensiv umgewandelt, deswegen ist es jetzt mein neuer Freund. So, ich habe inzwischen... Ich muss noch einmal fragen, und zwar... Du musst mir einmal sagen, wie lange unser Marsch gedauert hat, bis wir an dieser Pyramide waren, damit ich weiß, wie viel Entrückung ich auf dem Marsch abgebaut habe. 2 Stunden. 2 Stunden. Das ist wunderbar. Da habe ich nämlich noch 31 Entrückung. Kriege eine Erleichterung. Wie verteilt sich eine Erleichterung bei... Gleichmäßig, Attacke immer zuerst. Also kriege ich 2 Punkte Erleichterung auf meine Attacke. Das ist ganz wunderbar. Dann drücke ich dem Mann einen 4er Wuchtschlag rein. Ja, ist dementsprechend um 2 erschwert. Und zwar das 25. Er kriegt aber keinen Schaden, weil ich mir die aufschreibe. So, er steht da einfach noch. Dann okay. Mein ungewandelter Angriff ist dann auch um 2 erschwert. Ja. Das sind 20. Da kriegt er auch nichts von. Okay, er, du sparst dir die. Du sparst dir das auch genau. für den Tiger. Genau, er sieht halt auf sich, dass er getroffen wird, aber es scheint ihn nicht zu verletzen. Ich muss immer einen Schadenspunkt anrichten. Also ich kann jetzt nicht 25 mitnehmen, okay, sondern ja, nur gut. 24. Ja, aber mit Rüstung ist das dann wieder egal, alles klar. Gut. Dann sind meine Kamot-Gardisten durch. Sie können aber noch umwandeln, weil sie gesehen haben, dass die anderen beiden nicht angegriffen werden und wandeln dann um. Weil das beides eben auf der 17 passiert, ist das okay. 2 Angriffe genau. Drauf auf dich. Ich habe jetzt keine Ansagen gemacht, leider. Aber dann würden sie trotzdem beide treffen, ist ja, glaube ich, egal, ne? Deine Rüstung ist Minimum, also dein Minimum ist 14. Okay, dann kommen jetzt gleich die Wuchtiebe, habe ich jetzt eben noch vergessen. Gut, dann 21 Jahre lang. Du zählst wieder deine Runden an oder willst du was anderes machen? Sorry, jetzt hast du mich rausgebracht. Fucking hell, ich wollte eigentlich die Liturgie ansagen. Anyway, 2 Runden. Ich gehe 2 Fraktionen, Schritt die Treppe hoch und weiter geht's. Gut, Abelmir ist raus. Hast du noch einen Heiltrank bei dir irgendwo? Wir haben es hier, wir haben angedacht, wir nehmen jeder aus einen Heiltrank mit, glaube ich. Okay, richtig? Dann, ich glaube schon. Wir hatten jeder einen Heiltrank oder einen Unverwundbarkeitsindex hier mitgenommen. Wenn du natürlich sowieso keins wolltest, kannst du genauso gut einen Heiltrank gehabt haben, oder? Also ja, doch, finde ich okay. Wenn du kein Unverwundbarkeitselixier getrunken hast, dann hast du meinetwegen einen zweiten Heiltrank dabei. Dass er von Kanazetianas Elixier und keins mitnehmen würde, wusste er ja schon vorher. So. Okay. Ich bin jetzt in der zweiten Runde down. Ich bin noch 2 Runden down. Ja, ich würde dir trotzdem zugestehen, würfel mal eine Mutprobe. Okay. Technisch gesehen bist du kampfunfähig, nicht. Bewusstlos. Genau, du bist kampfunfähig, richtig. Echt handlungsunfähig. Nein. Gut, dann versuchst du, weiß ich nicht, tot liegen zu bleiben oder so zu tun. Liegst du trotzdem und windest dich in deinem eigenen Schmerz, nachdem dich dieser Dämon 7 Hörner auf seinem Rücken, auf seiner Stirn, du weißt nicht genau, was er noch anrichten kann. Dass er komplett
unbekannt. Du weißt nicht mal, welche Domäne das ist. Amazeroth scheint es wohl nicht zu sein. Du willst einfach gerade noch nicht weiterkämpfen. Dann ist Chakar wieder dran. Und der bleibt noch unsichtbar. Er will spielen. Er hat 7 Tage Zeit, um euch zu töten. 26 Diamantes. Ja, Diamantes versucht nervös mit einem aufguckenden Blick seine Balestrina nachzuladen. Das dauern 3 Aktionen. 3 Aktionen, 1, 2. Und Zulamin ist, glaube ich, wieder dran. Du hattest vorgezogen, dann nächste Kampfrunde. Wieder die 17. Dann werde ich 2-mal Zulamin angreifen, zwar mit diesen beiden. Und 3-mal Rafim. Die gegen Rafim werden Wucht 10 sagen. Ja. Aua. Ich fang mit Rafim an. Ich würfel einfach mal. Ja, gib mir. Sie treffen auf die 18. Jetzt auf die 8. Einer trifft. Ja, da gib mir. 17. Gibt dir eine Zone. Schildarm.